So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Black Flag. In der letzten Folge haben wir oder wurden unseren ehemaligen oder unseren jetzigen Freund noch das Pardon angeboten. Und Honigold möchte dieses gerne annehmen, weil ja, ne, jetzt doch den Kopf aus der Schlinge ziehen, bevor es zu spät ist. Und wir sehen es aber überhaupt nicht ein und planen gerade einen kleinen Plan, um die Schiffe der Gouverneure, der Briten, Franzosen, Spanier, was auch immer, in die Luft zu jagen. Weil laut denen dürfen wir nämlich die Insel Nassau nicht verlassen. Der ausrangierte Kommandore. Na los, Jungs, ihr teudelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Kommodor befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Hi, Sir. Komm, auffällig. Bastard. Man sollte dem Kommandeur die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Hey. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Oh, danke schön, Wayne. Das ist die Frage, wo ist der Kommandore? Für den Kommodor. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Kommodor hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Oh, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Verdammt. Hey. Hä? Ja gut, es ist natürlich nicht suboptimal gelaufen. Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Der ist irgendwie komisch. Na, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Kommodore. Ein sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Guck mal, Anpirschton ist ein bisschen bescheiden. Aber wir hatten ja gar nicht so viele. Ja, wir sind hier unten. Dann sterbe ich so nicht. Ah, aber das wäre meine Anpassungszone gewesen, nicht? Verdammt. Geht in Position und bereitet euch auf die Befehle des Kommodor vor. Ah!
Komm, 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 komm. Hold mine. Verdammt, Axt. Nein, ich bin... Oh, Mann. Ich bin entdeckt worden. Oh. Muss ich alles jetzt nochmal von vorne machen? Nee, nicht ganz. Eins von drei. Nee. Stop that bastard! Nein. No, 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 no. Das ist mir Boogie. So. Stop. So, was warten wir mal? Hier bin ich. Herr Luftattentat töten. Ist halt ja auch ganz lustig. Ja, wir versuchen unser Bestes. Wir versuchen unser Bestes. Alle Mann an Deck! Bereit halten und Segel setzen! Och Mann, Edward, du sollst... Denkt an unsere Mission, Männer. So, warte mal. Mal gucken. Da läuft doch bestimmt auch hier seine Runden, oder? Werden wir hier oben sitzen und warten. Sind alle bereit? Wartet auf mein Signal. Weiter. Los, guck mal. Wir wollen schon weiter. Oh nee. Sonst auch hochgeklettert. No. No. Siehst mich nicht. No, I don't come back. Was ist das denn jetzt? Wird jetzt richtig lustig werden.
Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Kommodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm. Euch alle. Hervorragend, haben wir 100% erreicht. Warte mal. Wir lösen ihn! Tschüssi! Kann ich mich... Ja. Nein. Das muss ich wirklich... Obwohl... Dann gehen wir schneller zum Strand. Jetzt aber, oder? Jetzt können wir doch bestimmt die Schnellreise machen, oder? So, hier hin. Warum bin ich verfügbar? Weil ich im Wasser stehe, oder was? Guck mal. Hier stehe ich nicht im Sperrgebiet. Warum ist denn die zum Geier nicht verfügbar? Was soll denn das? Ja, oh, Edward, geh hier hoch. Sei weiter. Ja, kannst du knicken, du Bäumel. Gut, dann laufen wir halt diesen ganzen Weg zur Hauptmission. Wenn die Schnellreise nicht verfügbar, vielleicht ist sie jetzt verfügbar. Nicht verfügbar. Warum denn nicht? Ich bin weder werde ich gesucht, noch bin ich in einem Sperrgebiet. Traurig, traurig. Jetzt müssen wir trotzdem noch die Schiffe versenken. Weil Befehl ist ja Befehl. Der Befehl wurde schon vorher gegeben. Jetzt ist er zwar tot, aber das wissen die ja offiziell noch nicht. Ja, mal schauen. Entschuldigung. Da steht der eine. Das ist jetzt der andere und säuft sich bestimmt wieder die Birne voll, oder? Nee. Der raucht sich ein. Das Feuerschiff. Der Kommodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Bestimmt unentdeckt, oder? Würde ich meinen. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Ach so. Segel heißen, los geht's! Die ist aber niedlich. Royal Phoenix. Also können wir doch einfach... Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Alle Hunde klar zum Bellen! Feuer! Treffer hier und sind Schienen!
sind bereit, Sir. Obersegel retten. Feuer! Los! Und damit sie verrückt auf dem Wind. Nachladen. Der nächste trifft. Feuer! Sind bereit, Sir. Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss. Stoff in den Wind. Tut mir leid, Leute. Nehmt die Rahn aus dem Wind. Nicht können! An die Leinen und Pult! Feuer! Bringt die Hauptsegel! Präsentiert! Feindliches Feuer! Geht gleich uns Mars- und Farbsegel bergen! Feuer! Großsegel rein! Holt die Marssegel ein! Feuer! Euer Schiff darf nicht sinken! Es ist unser Ass! Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Feuer! Daneben! Warte mal. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Hab ich jetzt die Feuer... Jetzt! Komm! Feuer! Verdammte Axt! Wo ist mein... Aufgabe! Hi! Ich hab jetzt gemerkt, dass ich so weit von meinem Verbündeten weg bin. Was ist denn das? Was soll das denn sein? Kann es nicht auf mich warten? Ist sie natürlich gerade damit beschäftigt, mit den ganzen Boden niederzuknüppeln? Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Ah. Kopf, Rahm und Marssegel! Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Ein Wrack mehr! Rette Feuer! Achtung, Zusammenstoß! Die Segel einholen! Los, komm! Feuer! Seemann, komm schon! Feuer! Eine Seite genau da rein! Ach, Mann! Ach, jetzt! Los! 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 Feuer! Nein, hier! Etwas Fahrt. Boah, ich bin jetzt gerade voll verdammt. Einhol! Hab eine Sandbank gleich. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Ja. Boah, ich geh mir jetzt nicht auf den Kranz. Ich muss hier gerade. Ein Wrack mehr! Feuer! Feuer! Los. Das ist die Deutsche. Das wird sie versenken. Bereit zu feuern, Feuer! Sir! Bis dahin, Sir! Keine Gegner für uns! Verfluchte Augen! Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Sie geht gleich unter! Sind bereit, Sir! Da! Ja! Das Treffer könnten Sie landen! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Mehr von denen, Sir! Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Da ist unsere Schwachstelle! Vorsicht! Wir prallen zusammen! Oh. Achso. Ein Wrack mehr! Alle außer Großbergen! Die Segel auf Geil! Feuer! Verdammte Axt, warum funktioniert das nicht so, wie ich mir... Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Segelreffen raus aus der Welt! Bleib beim Feuerschiff, Captain, es darf nicht sinken! Und die Schuss nicht! Beeilung! Komm. Feuer! Da, so ein Segel hat sich verschossen! Feuer! Fahren, Captain. Alle Segel reffen! Beeil dich, Mann! Großsegel, los geht's! Wo
Banden hoch und treffen! Treffen! Alles setzen und schafft zum Wind! Wer ist? Auf Nutzen bei 32! Feuer! Explodiert! So schnell ihr könnt, Sir! Erwarten Befehle! Right, Sir! Achtung, Zusammenstoß! Oh! Ich dachte, ich hätte ihn nur... Okay. Dann halt nicht. Bleib beim Feuer. Oh, muss ich alles nochmal machen. Setzt alle Segel, die wir haben. Ist das sinnlos? Ist so richtig sinnlos. Wo wollen wir überhaupt hin? Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Ihre Verstärkung greift in den Kampf ein, Captain! Feindliches Feuer! Feuer! Ja, verdammt. Schön, runter! Bereit zum Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Trefft die Torp- und Bramsegel! Bereit zu feuern, Sir! Nachladen! Da sind sie verwundet! Der nächste trifft! Ja! Feuer! Da, Captain! Da sind Feuer! Feuer. Ein Wrack mehr! Feuer! Feuer! Da sind sie verwundet! Da Feuer! Du würdest gern schwimmen, hä? Einholen und aufgeilen! Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Aufschießen! Sind. Gut, dann erbeuten wir die halt nicht. Auch kein Problem. Aufstellung, ihr Mann! Mehr von den Hunden! Gegner kommt auf uns zu! Denke, das ist ein Kutscher! Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain! Na, ein guter Treffer können Sie gehen ablegen! Ein Wrack mehr! Bereit zu schießen, Feuer! Sir! Uns dafür bezahlen! Verdammt, daneben! Fast wie Silvester. Ist allein, Sir! Ja, nur ein gut platzierter Schuss! Sie geht gleich unter! Ja! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Was sind Sie dafür? Mars und Tarnsegelwerk! Wie können Sie... Jetzt! Warte mal. Feuer! Das Messer könnte sie laufen! Auf dein Zeichen, Captain! Öffne die Hauptsegel! Ach, das muss ich mal kurz um. Einholen! Vorsegel einholen! Mehr Segel! Alle Segel! Sie wird schon? Es darf nicht sinken. Es ja! Ist das Feuerschiff explodiert bald. Pass auf, Captain! Ach so. Alle außer Großberg! Ah, jetzt verstehe ich das erst. Ah! Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Jetzt habe ich es erst verstanden. Unser Kenway! Feuer! Kenway! Das Probier kommt ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Sie entern, Captain! Ich schieß mit Mörsern! Ja, alles gut. Kraftsegel reffen, kein Mitleid! So, ändern wir den Spaß nochmal. Oh, was machst denn du, Edward? Ah.
Haben wir nämlich diesmal Zeit. Nein! Ich wollte doch die... Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich die Gun... die Gun... die Waffe... Ich wollte ganz sagen, hab Gun gesagt, ja. Verdammt, das habe ich jetzt zu spät gesehen. Los, komm! Wo muss ich hoch? Okay. Genau. So, haben wir das auch gemacht? Dann nur die Frage, was ist das für ein Schiff? Obwohl, du könntest ja erstmal aufnehmen in unsere Flotte. Wenn wir überhaupt die Chance dazu haben, uns das aussuchen zu können. Muss ich entkommen? Der 8. Blockade muss jetzt entkommen. Achso. Achso. Ich hätte jetzt einfach alle bekämpft. Gut, dann halt nicht. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Yeah! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Ach, sei nicht so, Edowally. Oder Edowall. Na, was ist schon wieder? Das waren jetzt zwei Folgen. Great Inagua, Oktober 1718. Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Oh, das klingt aber schön. So, da würde ich aber sagen, dass wir unserer nächsten Folge jetzt um die zwei blinden Flecke noch auf der Karte kümmern werden. Ich denke, wir werden dann vielleicht so 3-4 Folgen noch daran arbeiten. Wir haben ja hier noch einige Inseln. Das ist bestimmt entweder auch ein legendäres Schiff, könnte ich mir vorstellen. Das ist auf jeder... Ich glaube, man hat 4.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Und dann haben wir hier noch einige andere Sachen, die wir noch erledigen müssen. Aber ich denke, das wird eigentlich dann relativ schnell gehen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.